Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banoki on the Road. Mit dabei, wie immer, hier der Hässliche und meine Wenigkeit, der Puja. Servus. Wir haben heute wieder hervorragende Gesetze aus dem von unseren Nachbarn überm Teich mitgebracht, also hinterm Teich, also unsere Teichnachbarn. Wie nennt man das? Die Tachbarn. Die Tachbarn, genau, aus den USA. Das erste Gesetz kommt aus Cupertino, Kalifornien. Sagt ihr was, Cupertino? Nein? Wenn ihr Smartphone-Besitzer eines Obsthändlers seid, die kommen aus Cupertino. Ha, so. Dort ist es illegal. Und jetzt hast du zwei Aufgaben. Zum einen musst du erklären, was es bedeutet. Zum anderen musst du was Intelligentes dazu sagen. Dort ist es illegal, gut hörbar, rückwärts im Hexadezimalsystem zu zählen. Sascha, erste Frage. Was ist ein Hexadezimalsystem? Also das Hexadezimalsystem... Ich kann ja reden. Ja. Das Hexadezimalsystem ist... Also das Dezimalsystem ist klar. Das ist eine Verbindung zwischen Buchstaben und Zahlen. Ja. Richtig? Richtig. Und dieses ist einfach dann eine Aneinanderreihung von verschiedenen Codes sozusagen, die dann halt eine Reihenfolge ergeben, oder nicht? Tatsächlich ist das so, dass die Zahlen bis 9 gehen, von 0 bis 9, und ab da fängt dann A, B, C, D und so weiter an. Ja. Und dann kommen die Kombinationen. Also A1, A2 oder B2? Das käme dann zum Abschluss, genau. Und es ist verboten, es ist illegal, es ist nicht nur verboten, es ist illegal, gut hörbar rückwärts in diesem Hexadezimalsystem zu zählen. Gut hörbar! Also wenn man so in die Schule geht. Wenn man so redet wie du, das ist okay. Also hexadezimal, also du darfst jetzt zum Beispiel nicht sagen A9, A8, A7, genau. A6. Das ist illegal. Das ist illegal. Illegal. Ja. Und wenn du einfach nur Schach spielst und dann irgendwie mal aufzählst, wie die Sprünge waren, und die waren zufälligerweise in diesem System, in dieser Reihenfolge. Hast du schon mal Schach gespielt? Scheinbar nicht. Lass mich raten, beim Schachspielen sagst du immer Mau Mau. Nee, Uno. Nur eine Figur auf der Uno. Hand. Uno. Ja. Tja, so ist das. Coole Geschichte. Ja, hexadezimal. Komm, bleiben wir doch einfach bei unseren Freunden da drüben. In Colorado. Da, wo die Gummibärchen herkommen. Denver. Also da, wo der J.R. Ewing verstößt herkommt. Ach, nee, man gegen das Gesetz, wenn man seinem Nachbarn den Staubsauger leiht. Den Staubsauger leihen? Den Staubsauger leihen. Also bei dem Nachbarn des Nachbarn ist kein Problem. Ja. Aber dem Nachbarn selbst, das ja. Ist halt, das darf aber, nicht. Aber ich weiß ja warum. Ich wollte gerade fragen, was könnte denn dazu geführt haben? Weil es unhygienisch ist. Wenn man, weil in den USA ist es ja gang und gäbe. Mit Umlaut? Mit dem Staubsauger. Also irgendwann mal war ein Single-Mann. Der hat seinen Staubsauger ausgeliehen. Und dann war eine Single-Frau. Und zwischen dem letzten Staubsaugerbenutzung und der neuerlichen Staubsaugerbenutzung war zu wenig Zeit. Wieso muss bei dir alles mit Staubsaugern zu tun haben? Hast du da angefangen? Ah, ja, stimmt. Und da wurde die Frau schwanger. Von dem Staubsauger. Von dem Staubsauger, genau. Weil sie hat ihn benutzt, ähnlich wie der Mann ihn benutzt hat, nur halt... Zum Staubsaugen? Nee. Zum Staubblasen? Und deswegen... Nicht blasen, egal. Deswegen... ist es verboten, das zu verleihen? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, es kam zu einem absoluten Streit. Die Amis sind ja immer ruckzuck dabei mit verklagen und so weiter. Schipsen. Mit Stipsen. Ja. Und ich glaube, da hat einer seinem Nachbarn den Staubsauger geliehen. Und so war es bestimmt. Ging dann so war es bestimmt. Und der, hat einer und der dem Nachbar, den Staubsauger geliehen. Und der, bestimmt, Nachbar so war's. Und der Nachbar hat dann irgendwann gesagt, nee, habe ich nicht, habe ich hier schon längst zurückgegeben und pipapo und hin und her. So. Und das ist dann vor Gericht gelandet. Ja. Und der Richter, der hat sich gedacht, oh Mann, jetzt habe ich hier schon wieder so zwei Fruchtfliegen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich mache jetzt ein Gesetz, damit ich mit so einem Kack zumindest überhaupt nichts mehr zu tun habe. Und deshalb ist das einfach illegal. Genau. Es hätte auch irgendwie eine Schallplatte sein können. Das sind auch der Akkubohrer sein können. Der Richter hat einfach einen schlechten Tag gehabt. Und seitdem gibt es dieses Gesetz. Ja. Und wenn es eine Schallplatte gewesen wäre, wäre es verboten, Schallplatten auszuleihen. Oder den Ehemann. Kann man. Muss man aber nicht. Ja. Genau. Ja. So war's wieder. Ja. Skurrile Gesetze aus aller Welt. Hier bei uns auf Schoki Banoki. Bleibt dran. On the road. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.